hatten ja mal ein Problem gehabt miteinander. Ne? So. Ich finde super, dass ihr hier jetzt seid und das auslegt. Ne? Auf irgendeine Art und Weise. Versucht aber sauber zu bleiben. Du auch, du wurdest beleidigt, ich weiß. Du hast es gemacht. Eigentlich kassierst du. Ich habe bereut, dass ja, das ist auch richtig. Versucht sauber zu bleiben, habt auch ein bisschen Spaß. Natürlich wirst du ihn einklatschen, das ist normal, weil das niemand hat. Versucht sauber zu bleiben, ja, du hast recht, den Kampf. Okay. Arme hoch, guck nicht weg. Nicht weggucken. Komm, Nev, wo waren deine Beleidigungen? Komm, schlag mal. Ja. Komm, schlag. Komm, Nev, Angriff. Guck mal, er hat seine Arme die ganze Zeit unten. Greif mal an. Ja. Guck nicht weg, komm, Arm hoch. Eine Minute Pause. Ihr könnt im Internet sagen, was ihr wollt, aber im echten Leben geht das nicht. Niemand beleidigt meine Mutter. Meine Mutter hat nichts mit Social Media zu tun, mit gar nichts. Der ist gekommen, der hat seinen Mann geschaden, Respekt dafür. Okay? Hat zwar nicht lange gehalten, aber egal. Der ist gekommen, im Gegensatz zu vielen anderen Rapper, die quatschen. Wir leben diesen Scheiß. Ich bin jeden Tag hier. Ich sterbe dafür. Ich bin bereit, hier mein Leben zu geben. Und wenn ihr das nicht seid, dann macht gar kein Tamtam im Internet und beleidigt mich oder meine Mutter. Das hat, macht alles keinen Sinn. Okay? Deine Worte? Also Leute, ich sage euch, warum ich hier bin. Der Bruder hat vor einer Woche eine Story gemacht. Also es geht hauptsächlich darum, Leuten, die im Internet bellen, die nicht kommen, zu zeigen, wie es mal ist, wenn es anders ist. Ich möchte euch nur sagen, wenn ihr so am Internet seid, frech werdet, Leute beleidigt, die 300 Kilometer weiter weg wohnen und nicht die Eier habt, dann dahin zu gehen und gegen den Menschen dann zu stehen und das ein Gesicht zu sagen oder so. Natürlich, sowas würde ich niemals sowas zu denen sagen, weil ich euch nur sagen möchte, ich bin da hier gekommen, um all diesen Leuten zu zeigen, wenn du dein Maul aufmachst, geh dahin und steh dein Mann. Ich habe keine Chance gegen den Bruder. Ich bin da hier gekommen, ich einfach nur, damit ich hier vor dir stehe. Ihr habt gesehen, was er gerade mit mir gemacht hat. Ich bin nicht einmal getroffen. Nicht einmal getroffen. Ich hoffe, du hast daraus gelernt.